Ja, und dann willkommen zurück bei A Plague's Tale. Plague Tale? Ich bin immer geneigt, A Plague's zu sein, weil, naja, A Plague Tale. Ratten. Ja, in der letzten Folge haben wir aber weniger mit Ratten, sondern mit der Inquisition zu tun gehabt, die uns in unserem Haus aufgesucht hat und die sind auf der Suche nach dem kleinen Hugo. Wir sind geflohen und unsere Familie hat einen hohen Preis dafür bezahlen müssen. Und wir sind jetzt auf der Suche, nach Hilfe. In den Fluss Amicia, gesprungen. was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Ja, sind wir hier angespült worden. Wir versuchen, Laurentius zu finden, der wohl der Doktor ist. Und wohl mit den Eigenarten des Jungen besser Wo sind vertraut denn ist. nur alle? Ja, sieht irgendwie ganz schön ausgestorben aus. Aber Pferde gibt's noch. Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Rauchen klingt so drastisch. Ich will ja schnauben sagen. Die ist auch ganz schön groß. Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Aber auch seltsam, ne? Also, wie können denn die Äpfel so verfault sein? Auch ungewöhnlich. Die Salami kannst du ja mitnehmen. Da passiert ja nichts mit. Die hält sich ja eine Weile. Gut, in der brütenden Wow, Sonne vielleicht auch da nicht. müssen eine Menge Leute sein. Ja, theoretisch. Müssten hier eine Menge Leute sein, weil eine belebte Stadt sieht ja eigentlich belebter aus. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Die haben wohl keinen Bock auf Besuch. Verzeiht, ich bin die Tochter von Senior Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Ja, Promi-Bonus zählt auch nicht, ne? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Ja. Schaut nicht so aus, als ob wir hier Ich kann's nicht glauben. Sie Klapptür zu. verstecken sich. Ja. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Das reicht. Ich will nicht mehr darüber reden. Ah. Ja, vielleicht begeben wir uns mal dorthin, wo der Rauch aufsteigt. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Mein Gott. Will verdammt sein.
da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß hat unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Er ist so instinktiv nach links gegangen. Oh shit, da sind ja auch welche. Amicia. Hier, los, rein da, schnell! War scheinbar richtig. Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Warte. Dann schnapp ich sie mir. Ja, da blinkt's schon an der Wand. Wir mal hinwerfen. Was soll dieser Lärm? Und dann hinterrücks vorbeischleichen. Guck mal ein Stück zurück. So, das klappt doch. Fast geschafft. Nicht. Wem haben wir es gezeigt? Da seid ihr ja! Ah, nicht da lang! Wo sollten wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Da, die Mauer! Sie kommen! Schnell. Oh Gott, oh Gott. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Ah, das kann man schieben. Mal eben den Steinvorrat auffüllen. Los, schieben wir sie. Ja. Knapp dran vorbei, ja, passt. Perfekt. Gut, jetzt können wir raufklettern. Mal einen kleinen Überblick verschaffen. Das müssen wir doch bestimmt da oben runterschießen. Naja, dann gibt es hier auch genug Steine. Und dann rumpst das auf den kleinen Wagen und dann können wir uns da in die Freiheit buxieren. Das macht doch Sinn. Habe ich was gehört? Nein. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Das stimmt. Hast du eine bessere Idee? Ja, also ich bin offen für Ideen, aber sehe da jetzt... Stein mitnehmen. Schieben wir! Na gut. Komm, ich hebe dich hoch! Gehen wir mal lieber direkt in Schleichmodus über. Gut, wir haben es geschafft. Wir weißt können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. Ja. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Shit. Hab ich doch gesagt.
Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Da bist du ja. Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Jetzt baut ihr da eine Leiter draus, oder was? Na los, komm schon. Hier, gut gemacht. Na, wenn das mal nicht laut war. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid, okay, wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich! What? Wo zum Teufel sind sie? Konrad! Wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen! Wenn ich die Belger erwische... Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so wie die Dinge stehen? Na, so weit kommen wir nicht. Macht das vielleicht Sinn, da die Schleuder abzulassen? Nein, Amicia, deine Schleuder macht zu viel Lärm. Du hast recht. Ja, okay. Dachte mir sowas schon, aber vielleicht können wir uns so an dem vorbei stehlen. Hoffen, dass er nicht aus dem Augenwinkel uns sieht. Ja, das geht. Okay, also da können wir dann den ablenken und da hinten ist hohes Gras. Das ist doch nicht schlecht. Da können wir doch was mit anfangen. Und, machen wir mal einen kleinen Cliffhanger, ob das klappt. Sehen wir in der nächsten Folge.